In diesem Video geht es um die Aufgabe B. Hier soll die Fläche unter einer Kurve, die hier gegeben ist, näherungsweise durch Ober- und Untersumme berechnet werden. Die Funktion lautet 2 mal Wurzel aus x plus 1. Und als Vorbereitung für diese Aufgabe habe ich hier eine Wertetabelle erstellt zu dieser Funktion mit den x-Werten links von 0 bis 4, weil wir sollen nämlich die Fläche von 0 bis 4 berechnen. Und rechts dazu die Funktionswerte schon mal hingeschrieben. Du erreichst diese Funktionswerte, indem du einfach die x-Werte in diese Funktion hier einsetzt. Gut, als nächstes nehme ich die Vorlage auf dem Arbeitsblatt her, um zu zeigen, wie man die Unter- und die Obersumme grafisch veranschaulicht. Die Untersumme, also es geht ja in beiden Fällen um Rechtecken, einmal unter der Kurve, einmal über der Kurve. Die Untersumme sind Rechtecke unter der Kurve, also das erste Rechteck hier, das wäre A1, das zweite Rechteck hier, A2, dann A3 und A4. Und ihr seht schon, warum ich hier diese Wertetabelle erstellt habe, weil ich nämlich hier die Höhe der Säulen ablesen kann. Die erste Säule ist genau 1 hoch, das wäre die. Die zweite Säule ist 3 hoch, das wäre die. Die dritte Säule 3,83, also hier. Und die vierte 4,64, also hier. Gut, ja. Und die Untersumme ist also die Summe dieser Teilflächen, die ich hier jeweils eine Einheit breit gewählt habe. Und das bedeutet, wir müssen eigentlich nur noch diese Teilsummen addieren. Also, Aufgabe B. Die Untersumme U ist also, um es nochmal zu zeigen, die Summe dieser Rechtecksflächen, und die sind immer 1 cm oder eine Einheit breit und haben eben diese Höhen, so wie wir hier sehen. Also kann ich aufschreiben A1 plus A2 plus A3 plus A4. Und das erste Rechteck ist 1 cm hoch und 1 cm breit, also 1 mal 1 plus 3 mal 1, weil 3 hoch und 1 breit. Plus 3,8, 3 mal 1 plus 4,6, 4 mal 1, und zum Glück sind die ja alle eine Einheit breit, also muss ich hier nicht sehr viel herumrechnen, sondern kann sofort addieren, und hier kommt 12,47 raus. Das wäre also die Untersumme. Und jetzt mache ich das gleiche Spiel für die Obersumme und ich zeige das nochmal vor. Hier an dieser Stelle. Die Obersumme, hier sehe ich mir jetzt die Rechtecke von unten weg an, die jeweils über der Kurve sind. Also ihr seht schon, für die Obersumme ist die Fläche A1 die gleiche Fläche, wie für die Untersumme diese Fläche A2 ist. Und dann habe ich dieses Rechteck hier und dieses hier und dieses große Rechteck noch dazu. Also, wenn man sich das dann ansieht, kommt raus für die Obersumme 3 plus 3,83 plus 4,64 plus 5. Das ist eben dieses Rechteck ganz zum Schluss, was neu dazukommt. Und wenn man das addiert, kommt hier 16,47 raus. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Zeichnung ansehen, werden wir erkennen, dass die tatsächliche Fläche irgendwo zwischen Ober- und Untersumme liegt. Das heißt, was man an dieser Stelle machen kann, ein arithmetisches Mittel, einen Mittelwert zwischen Ober- und Untersumme bilden, dann kommt man, denke ich, schon ganz gut hin zum endgültigen Ergebnis. Also, ich schreibe hier AM für arithmetisches Mittel zwischen Ober- und Untersumme, das ist ja 12,47 plus 16,47 dividiert durch 2, und hier haben wir 14,47 Flächeneinheiten, näherungsweise so, näherungsweise Flächenberechnung. Was du an dieser Stelle noch machen kannst, ist das Integral auszuwerten und so die Fläche genau zu berechnen. Also die Fläche A ist ja das Integral von 0 bis 4
von unserer Kurve 2 mal Wurzel aus x plus 1 dx. Das wäre, denke ich, für dich eine gute Aufgabe, das jetzt zu lösen. Die Auflösung kommt natürlich gleich. Bim. So, dazu schreibe ich als erstes die Funktion in andere Form hin, mal x hoch 1/2 plus 1 dx. Und jetzt kann ich die Stammfunktion bilden. Die ist ja 2 mal x hoch 3/2, vorne 2/3, genau umgedreht wieder mit dem Kehrwert, plus x. Und das Ganze soll gehen von 0 bis 4, wie das hier mit diesem Strich gekennzeichnet wird. 2 mal 2/3 sind 4/3 mal x hoch 3/2 plus x von 0 bis 4. An dieser Stelle würde ich das jetzt nicht in eine Wurzel zurückverwandeln, sondern einfach so lassen, weil wir müssen es ja dann in den Rechner eingeben. Um das jetzt zahlenmäßig auszuwerten, machen wir zwei große Klammern auf, minus die zweite, und in die erste setze ich diesen Ausdruck ein, wobei das x der obere Wert ist, also 4. Also 4/3 mal 4 hoch 3/2 plus 4 minus, und wenn ich hier 0 einsetze, kommt ja hier 0 raus, weil 0 hoch 3/2 ist 0, mal 4/3 ist auch 0 und x ist auch 0, also das ist 0. Und wenn ich das jetzt in den Taschenrechner eingebe, kommt als Ergebnis 14,6 Flächeneinheiten raus. Und wir vergleichen das mal ganz kurz mit dem da oben. Und ich würde sagen, hier können wir glücklich sein, das passt sehr gut zusammen. Die Näherungsweise oder Näherungsmethode mit Ober- und Untersumme hat hier für dieses Beispiel ganz gut funktioniert, weil wir doch sehr, sehr nah dran sind. Damit ist dieses Beispiel erledigt.